Ladies and gentlemen, just two very, very brief announcements in case you also hear this annoying beeping in the background. It's a mistake in the system, so it's being taken care of. And the second thing is I would like to ask you very kindly to really switch off your mobile phone because there are two or three phones ringing from time to time, so please take care of that now. Okay, thank you. Well, thank you very much, Father Michael, for having us go on a little air tour to sincerity. Now I introduce to you our next speaker, Professor Dr. Johann Hafner, born in 1963 in Germany, has had positions of study and teaching in Augsburg, Munich, Wigan in the Philippines, Dayton in the USA, and Eichstätt in Germany. Now he is professor of religious studies with focus on Christianity here at this university since 2004, and he's also a deacon of the Roman Catholic Church. He will talk about dealing with apostasy as a criterion for religious tolerance, and I hope he will do it in not more than 15 minutes, which means your time is up at 10:15. Ladies and gentlemen, as the professor here on campus, I would take the opportunity to welcome you, especially here in Potsdam. This is the place we are here is very unique for such a conference because East Germany, as you might know, is the most secularized region in whole Europe. The percentage of non-denominational and atheists, which is not the same, of course, is the highest in Europe. And so we somehow meet on neutral ground, the Christians, the Jews, and Jews, and nobody has a Heimvorteil, as we say in Germany, and therefore Potsdam is the ideal place to hold this conference. Secondly, I want to come back on my colleague's exegesis on our logo. As you might remember from yesterday, he noticed that the Arabic letters, the Arabic verse is squeezed in between the very erratic Hebrew text and the Greek Christian text down below. I apologize for that, but it is also the concise description of the situation of religious studies here in Potsdam. First were the Jews with their strong institute and the Abraham Geiger College and the Moses Mendelssohn Institute. Then 5 years ago came the Christians with five professors and lecturers and some 10 adjuncts. And for Islam, we only have half a person right now. So we already got funds to finance a professor for Islamic studies, but the university wouldn't promise to take it over after 5 years, after the funding would run out. So we are still looking for sponsors. If you know somebody, please tell me. I promise. And we change the logo then, yes. If this would be the case, I promise in the future we will print the Arabic verse in equal size. But let's get serious, and I switch to German because I prepared the whole thing in German. My topic is contrary decision, apostasy as a criterion of religious tolerance. I know this is a delicate issue, and I chose it because it is a delicate issue in Christianity as well as in Islam. Erstens, Religionsfreiheit als Menschenrecht. Die Religionsfreiheit wurde 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zusammen mit der Gewissens- und Gedankenfreiheit verkündet. Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung zu wechseln. Religionsfreiheit war weder im Kirchenrecht der katholischen Kirche noch in der Scharia vorgesehen und nun bilden sie seit Mitte des letzten Jahrhunderts in der Europäischen Menschenrechtskonvention, im Grundgesetz und auch jetzt im Lissabon-Vertrag ein Personenrecht. Der Großteil der Christen und der Großteil der Muslime taten sich damals aus theologischen Gründen, die ich im Folgenden erläutern will, schwer dies zu akzeptieren. Und noch heute lehnen Teile der katholischen Kirche und viele muslimische Organisationen Religionsfreiheit ab.
Sie akzeptieren allenfalls die Freiheit, in die eigene Religion zu wechseln, nicht aber die Freiheit, aus ihr auszutreten. Der Umgang mit Heretikern, also im System, kann noch als interdisziplinäres Problem angesehen werden, aber der Umgang mit Abgefallenen, mit Apostaten, ist der Ernstfall. Zweitens, warum tun sich Religionen mit der Religionsfreiheit schwer? Zitat von Arnold Schönberg: Die 10 Gebote sind sicherlich eine der ersten in Wort und Schrift festgehaltenen Deklarationen der Menschenrechte. Sie gewähren das Recht zu leben und zu besitzen. Sie schützen die Ehe, den Eid, die Arbeit, verweigern aber von vornherein die Glaubensfreiheit, da es nur einen Gott gibt. Mit diesem Satz äußerte Arnold Schönberg die Eigenart von monotheistischen Religionen, dass sie bei aller Varianz ihrer Gebote in einem Punkt hart bleiben müssen. Dem Menschen steht es nicht frei, nicht religiös zu sein. Das Verbot von Unglauben wurde in bestimmten Traditionen der islamischen und der christlichen Theologie konsequent zur Unfreiheit des Glaubens selbst weiterentwickelt. Aus folgenden Gründen: Wann immer ein Mensch glaubt, tut er es nicht ohne den Willen Gottes. Wenn aber Gottes Wille allmächtig ist, das heißt, bei ihm Absicht und Durchsetzung zusammenfallen, dann ist das Phänomen des Unglaubens kein kontingentes Faktum, sondern hat etwas mit Gott zu tun und Religion muss darauf reagieren. Für den Umgang mit dem Gegenteil ihrer selbst, also weniger mit den ungläubigen Heiden als vielmehr mit den nicht mehr gläubigen Apostaten, gibt es zwei Lösungen. Entweder man rechnet die Apostasie ganz Gott zu, dann hat er es verfügt, dass ein Mensch abfällt und sich die Verdammnis zuzieht. Der Protestantismus würde es so formulieren: In Glaubensdingen ist der Mensch nicht wirklich frei, denn der Glaube kann kein vom Mensch allein gewirktes Werk sein. Diese Lehre der Prästination zum Unheil provoziert freilich die Frage, ob dies noch ein guter Gott sein kann. Die andere Lösung rechnet die Apostasie dem Menschen zu. In diesem Fall hat sich der Gläubige aus eigener Entscheidung und wider besseren Wissens gegen seinen Glauben entschieden. Und dieser letztgenannte Fall stellt die Toleranz einer Religion auf eine harte Probe. Es geht also nicht um Fälle, wo jemand aus Angst oder Unwissenheit eine andere Religion wählt, sondern dies mit voller Zurechnungsfähigkeit tut. Und das Problem verschärft sich noch weiter, wenn eine Religion annimmt, dass der Mensch, so wie er geschaffen ist, zum rechten Glauben kommen müsse, wenn er seiner natürlichen Vernunft freien Lauf lasse. Das Christentum kannte die Lehre von der bereits natürlichen christlichen Seele, die sich aber nicht durchgesetzt hat, von Tertullian. Die natürliche Vernunft, so sagt Tertullian, müsse bereits einsehen, dass Christus der Sohn Gottes sei. Mit der Unterstellung, dass alle Menschen potenziell Anhänger der eigenen Religion sind, weitet eine Religion ihren Anspruch universal aus. Wo jemand in Unglauben fällt, da hat er seinen Vernunftgebrauch bereits aufgegeben, sei es aus Bosheit, sei es aus Nachgiebigkeit, ausgeschlossen ist jedoch der Irrtum, denn er müsste es ja besser wissen. Oder ein Beispiel aus dem Islam: Muhammad Sayyid Tantawi, der Vorsitzende der Azhar-Universität, nimmt mit einem Großteil der Tradition an, dass der Vernunftgebrauch notwendig die Annahme des Islam nach sich ziehe, weil der Mensch eine islamische Natur, die Fitra, habe. Dann folgt daraus, Nichtmuslime haben bereits auf den Gebrauch ihrer Vernunft verzichtet. Solche Menschen haben ihre Unwürdigkeit erwiesen und können demnach auch nicht Träger von Rechten sein. Also jedes Kind wird nach dieser Unterstellung, dass man in einer bestimmten Religion geboren wird, von seiner Urreligion abgebracht und nachträglich zur Apostasie geführt. Drittens, wie ahndet man Apostasie? Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder Religionen überantworten die Bestrafung Gott oder sie sehen sich selber in der Verantwortung, Gottes Strafe hier auf Erden schon zu vollziehen. Das islamische Recht sieht mit Berufung auf einige Hadithe
die Todesstrafe vor. Ich bin mir bewusst, dass sie heute kaum mehr geübt wird, aber immerhin steht sie in 9 Ländern im Strafrecht und immerhin haben 1991 45 Außenminister von muslimischen Ländern in der Kairoer Erklärung der Menschenrechte Religionsfreiheit nur innerhalb der Grenzen der Scharia zugestanden. Der Rückfall, die Rida, in vorislamische Religion wird weiterhin als todeswürdiges Verbrechen damit angesehen. In der jüngeren islamischen Tradition wird ein Argument gegen die Todesstrafe für Apostaten, das auch in der christlichen Theologie bei der Ablehnung von Kapitalstrafen angewendet wurde, in Stellung gebracht. Unter irdischen Bedingungen kann man noch nicht sagen, ob ein Apostat sich nur vorübergehend abgewendet hat oder ob er endgültig abgefallen ist. Das kann er nicht einmal selber sagen. Wer dies dennoch tut, greift der Allmacht und Vorsehung Gottes vor, der jederzeit Reue und Umkehr zu bewirken vermag. Das Todesurteil über Apostaten müsste also endgültiges Wissen vom göttlichen Willen haben. Deshalb gab es in der christlichen und in der muslimischen Tradition immer die abgemilderte Form der Apostasie-Ahndung, die Beugestrafen. Um Gott nicht vorzugreifen, werden Strafandrohungen als pädagogisches Mittel verstanden, den Abgefallenen dazu zu bringen, seinen Unglauben zu überdenken und umzukehren. Ich überspringe jetzt einen Teil zur historischen Entwicklung, weil mir der Chef gesagt hat, ich müsse meinen Vortrag etwas kürzen, weil das Impulsreferat viel länger war. Darum springe ich gleich zu Fatullah Gülen. Was sagt Fatullah Gülen über die Apostasie? Gülen kritisiert an mehreren Stellen das Zögern der islamischen Gesellschaften, sich auf die Demokratie einzulassen. Er erklärt es damit, dass viele muslimische Staaten von ausländischen Mächten besetzt waren. Der Islam half, die Einheit einer unterdrückten Nation herzustellen und gegen die Besatzer aufzubegehren. Zitat: Da all diese Kriege gegen Besatzungsmächte geführt wurden, wurden Islam und nationale Befreiung als identisch betrachtet und stets in einem Atemzug genannt. Gülen kritisiert diese Identifizierung. Viele muslimische Gesellschaften hätten deshalb kein demokratisches Staatswesen hervorgebracht, weil kein Vertrauen zu den neuen Eliten aufgebaut wurde und weil die Stammesloyalitäten nicht überwunden wurden, zwei Entwicklungen, die sich gegenseitig bedingen. Gülen bestimmt, und das klingt schon fast systemtheoretisch, Religion als ein, nicht das, wesentliche System einer Gesellschaft, neben Recht, Wissenschaft und Politik. Zitat: Das Leben in der Gesellschaft gründet im Wesentlichen auf den Faktoren Religion, Recht, Weisheit und Macht. Man hört fast Luhmann hier durch, aber ich glaube nicht, dass er den gelesen hat. Als funktionale Bestimmung formuliert er, die Religion, Zitat, dient keinem Selbstzweck, sondern ordnet unser individuelles, häusliches und gemeinschaftliches, aber auch unser materielles Leben. Sie wirft bei der Formulierung und Durchsetzung von Gesetzen ihr Gewicht in die Waagschale. Zitat Ende. Das heißt, sie bringt Menschen dazu, Gesetze nicht nur aus Angst vor Strafverfolgung, sondern aus innerer Wertüberzeugung zu halten. Gülen vertritt damit eine Position moderner Soziologie, wonach Religion zum Aufbau von Systemvertrauen in die öffentliche Ordnung beiträgt. Bemerkenswert dabei ist aber, dass er dies nicht als Soziologe faktisch behauptet, sondern als religiöser Führer fordert. Den Beitrag der Religion zur Erreichung nicht religiöser Ziele sieht er als eine religiöse Aufgabe und nicht nur als unbeabsichtigte Nebenfolge eines Gesellschaftssystems. Offensichtlich hat sich bei ihm eine moderne, im guten Sinn säkulare Sicht auf Religion durchgesetzt. In einer mir nicht erklärlichen Spannung stehen aber seine Aussagen zur Apostasie. Gülen hat in einem Artikel von 1970 Apostasie noch in Zusammenhang mit Hochverrat gebracht. Das ist eine alte theologische Tradition.
Sein Schüler, der Rechtsgelehrte und Publizist Ahmed Kurucan, erklärt diese Assoziation aus der politischen Situation des Früh-Islam. You were either a Muslim defending Islam or a non-Muslim attacking it. Zitat Ende. Weil in dieser historischen Stresssituation Apostasie gleichbedeutend mit Rebellion war, bezog sich die Todesstrafandrohung auf eine politische, nicht auf eine religiöse Entscheidung. Tatsächlich äußert sich der Koran nicht zur religiösen Apostasie. Erst unter Abu Bakr wurde sie mit Verrat identifiziert und als solcher geahndet. Dafür spricht auch, dass weibliche Apostatinnen nicht mit dem Tod bestraft werden, mit dem Argument, weil sie nicht die Waffen gegen Muslime erheben könnten. Das ist alles richtig, um die damalige Haltung zur Apostasie heute historisch verständlich zu machen. Aber wir befinden uns nicht mehr im 6. Jahrhundert. In seinem Buch Grundlagen des islamischen Glaubens bezeichnet Gülen den Unglauben als, Zitat, unverzeihliche Undankbarkeit und als Beleidigung unzähliger gläubiger Menschen, vor allem der Propheten. Zitat, die Bestrafung eines Mordes, der in der Regel nicht länger als wenige Minuten oder auch nur eine Sekunde in Anspruch nahm, reicht von vielen Jahren bis hin zu lebenslänglich Gefängnis oder Todesstrafe. Doch Unglaube ist ein viel schwereres Verbrechen als Mord. Es ist das schwerste und abscheulichste aller Verbrechen. Zitat Ende. Alle Vergehen verlangten nach einer angemessenen Bestrafung. Zitat, wenn ein Mensch also trotz der Tatsache, dass er das angesehenste aller Geschöpfe ist, all seine Fähigkeiten, Sinne und Gefühle verschwendet, muss er für diese Verschwendung bei der Leugnung Gottes zur Verantwortung gezogen werden. Zitat Ende. Das sind harte Worte. Gülen verwendet sie, um die Folgerichtigkeit der Höllenstrafe zu begründen, also der Strafe im Jenseits, der absoluten Entfernung von Gott. Über irdische Strafen und damit auch die Todesstrafe spricht er an dieser Stelle nicht. Er verweist am Schluss dieses Abschnitts darauf, dass es keinem Menschen zustehe, ein Urteil über die Verdammung eines Ungläubigen zu fällen, weil er sich jederzeit bekehren könne. Aber der westliche Leser erwartet hier doch eine klare Absage an jede Form strafrechtlicher oder zivilrechtlicher Verfolgung noch vor dem Tod. Sechstens, wie hat sich das Christentum zur Apostasie verhalten? Das ist nur noch ganz kurz und dann habe ich meine Zeit hoffentlich eingehalten. Wir halten fest, eine Religion, die dem Irrtum in religiösen Dingen kein eigenes Recht zuerkennt, tut sich mit der Religionsfreiheit schwer. Sie muss dann Devianzen als aktive Bosheit oder passive Nachlässigkeit erklären und entsprechend ahnden. Daher hat auch die katholische Kirche, deren Mitglied ich bin, lange jedes Recht abgesprochen, den Irrtum des Unglaubens in der Öffentlichkeit zu vertreten. Nur die Wahrheit habe ein Recht in der Öffentlichkeit. Jemand mag sich zum Atheismus bekehren, aber er darf es dann nicht öffentlich bekennen. Und der Staat habe dafür zu sorgen, dass nicht-katholische Meinungsäußerung unterbunden wird. Diese Meinung, der Unglaube habe kein Recht und der Irrtum habe kein Recht, führt im Katholizismus dann zur grotesken Forderung, dass man in Staaten mit einer katholischen Mehrheit verlangte, nicht-katholische Religionsausübung zu verhindern, dass aber in Gesellschaften mit einer katholischen Minderheit, die Katholiken verlangten, der Staat möge ihre Religionsausübung schützen. Gott sei Dank hat das Zweite Vatikanische Konzil vor 50 Jahren eine grundlegende Wende vollzogen. Und kein anderer Text bei diesem Konzil war so verfochten, verfemt und bekämpft wie die Erklärung zur Religionsfreiheit. Es hätte nicht viel gefehlt und sie wäre gar nicht verabschiedet worden. Kurz gesagt geht es darin nicht mehr um die Wahrheit, der ein Recht zugesprochen wird und dem Irrtum das Recht abgesprochen wird. Stattdessen formuliert das Konzil das Recht jeder Person auf freies Religionsbekenntnis und freie Religionsausübung.
Träger des Rechts ist also nicht mehr die metaphysische Wahrheit, sondern die individuelle Person, welche eine Wahrheit behauptet. Personen können aber irren. Und dennoch verliert das Gewissen des Einzelnen seine Würde nicht. Dass auch das irrende Gewissen mag falsch sein, aber es hat ein Recht, sich zu artikulieren, sei es privat, sei es im Raum der Öffentlichkeit. Das ist der Kern jeder Religionsfreiheit, das Recht zu irren. Danke sehr.